So, auf dem Vorsprung hier sehe ich jetzt schon mal genügend Scharfschützen, die uns gefährlich werden könnten. Wo habe ich denn jetzt wieder meine Sniper? Da. Einer da oben. Einer ist hier. Sonst sieht die Luft rein aus. Ja. Töte ich erstmal den hier vorne. Und jetzt dich. Oh, der blitzt auch noch was. Oha, den sieht man aber schwierig. Nicht schlecht. Runter. Erstmal von diesem goldenen Tablett. Ich höre Funksprüche, das heißt, uns sehen wieder welche. Da hinten sehe ich. Oha. Na komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. So, den haben wir. Ich sehe dich auch, Kollege. Da liegt eine Schutzweste. Da sind noch mehr irgendwo. Von der linken Seite wurde ich getroffen, glaube ich. Doch nicht. Oh, 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 oh. Ich dachte von da oben. Kontakt verloren, ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ich sehe hier keine Leute mehr. Da! Da ist jemand. Eindringling gesichtet. Ansonsten scheint die Luft hier ziemlich rein zu sein. Keine Idee, wo sonst noch. Ach, auf unserer Augenhöhe. Das ist natürlich klar, dass ich da nicht hinschaue. Ich dachte, die sind alle auf einer Erhöhung. Oha. Das war aber ganz schön knapp. Jetzt müsste doch eigentlich alles geschafft sein, oder? Zumindest sehe ich nichts mehr und höre auch keine Schüsse mehr und auch keine Funksprüche. Sieht doch gut aus. Ja. Und nu? Erstmal die Munition aufsammeln. Also sieht mich da doch wieder jemand. Tür abgeschlossen. Nochmal eine Tür abgeschlossen. Aber Munition haben wir. Die Frage ist nur, wer zum Geier hat mich hier gesehen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sehe. Wer? Und von wo? Jetzt habe ich dich. Ich wusste, dass da oben noch einer hockt. Ich wusste es. So, und jetzt auf dieses Plateau rauf. Da habe ich gerade das Enterhaken-Symbol gesehen. Laser, Enterhaken. What? Ich sehe einen. Präzisionsgewehr. Auf Wiedersehen. So, die Musik entspannt sich. Ich entspanne mich auch. Na? Enterhaken. Jetzt aber. So. Und wieder welche auf dem Dach. Gewehr. Oha, drei Stück. Mit dem Stückchen Leben, was ich habe, dürfte das sehr knapp werden. Aber das ging nochmal gut. War es das jetzt? Oder kommt da noch was? Ich sehe nichts mehr.
Aber wenn die Musik nicht aufhört, bin ich immer noch unsicher. Sieht so aus, als wenn es das war. Dann würde ich sagen, hangeln wir uns mal rüber. Da geht es nur auf den Vorsprung. Ach, so eine Art Sicherheit. Okay, da bin ich jetzt nur runtergekommen. Das wollte ich nicht. Dann nochmal den Enterhaken. Da geht es nach drüben ins Haus hinein. Sehr schön. Den nehmen wir. Aber da kann ich mich nicht ranhängen. Okay, vielleicht ist er nur zur Zierde da. Dann nochmal den versuchen. Auch nichts. Das sieht aber nicht gut aus. Oder vielleicht die Leiter hier hochgehen? Ja, jetzt geht's. Wunderbar. Dann über den Weg. Das dauert aber ganz schön lange. Ich möchte da nicht hängen an seiner Stelle. Wenn ich da die Kräfte verlasse, dann ist Schluss mit Lustig. Ja, aber das reicht noch. Das reicht. Zack. Wunderbar. Da komme ich nicht ran. Blinkende Knöpfe. Aktionstaste. Und schon bewegt sich der ganze Kram hier. Oh. Da können wir rauf. Ah ja, über den Arm. Und jetzt nach drüben, ne? Nee. Ah, hier ist ein Eingang. Aber ich gehe erstmal nach drüben. Da wird ja schon irgendwas sein. Sonst wäre der kein Enterhaken. Munition. Und das war's. Nur Munition. Okay, jetzt ist die Frage, wie komme ich hier wieder runter? Springen ist keine gute Idee. Ganz einfach deswegen, weil... Oha, soll ich jetzt darauf springen? Auf den Vorsprung? Ja. Ganz einfach deswegen, weil ich so wenig Leben habe. Ich fürchte auch, wenn wir jetzt noch einen großen Gegner bekommen, dann war's das. Ich gehe erstmal auf die Sturm. Panzerung, sehr gut. Doch wieder die Präzision. Tschüss. Da hinten sehe ich noch einen rumrennen. Der ist tot. Da ist noch einer. Komm her, komm her, komm her. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ai, 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 ai. Auf Wiedersehen. Hier vorne war noch einer. Ah! Da an der Seite. Auch nochmal auf Wiedersehen. Alter Falter, die Mission hat's in sich, würde ich sagen. Enterhaken. Enterhaken. Da. Okay, man sollte vielleicht erstmal gucken, bevor man sich irgendwo ranhängt. Denn wenn ich mich jetzt fallen lasse, dann kriegen wir auf jeden Fall einen ordentlichen Batzen Leben abgezogen, wenn wir nicht sogar sterben. Aber ich sehe da schon unseren fahrbaren Fußboden. Ja, der Kompass hier, da können wir uns gleich fallen lassen. Jetzt. Wunderbar. Da stehen noch Leute rum. Der läuft gegen die Wand. Und der Rest? Wo sind denn die anderen? Oha.
während der Fahrt. Verdammte Axt. Nochmal nachladen. Da sind noch mehr Leute. Soll ich da rein? Habe ich noch eine Blendgranate? Enterhaken, Mikro, Schockwaffe, Laser, Enterhaken, nein. Da würde ich ungern reingehen. Da oben hockt auch noch einer. Kriege ich dich da oben wenigstens? Nein. Ich kann einfach rein. Einmal dich. Und einmal dich. Verdammt. Also hier ist auch nicht wirklich viel. Bis auf den einen Typ da oben noch. Oder war das der, der runtergesprungen ist? Okay, hier geht's nach draußen, aber nicht für uns. Aber wir kommen eine Etage höher. Da ist doch noch einer! Egal, fliehen, fliehen, fliehen. Hier ging's eh nicht weiter. Jetzt können wir nochmal zurück mit dem Präzisionsgewehr. Komm her, komm her, komm her. Und auf Wiedersehen. Wunderbar. Auftrag ausgeführt. Neuer Auftrag. Fotografieren Sie den Prototypen des Lasers. Aber erstmal arbeite ich mit dem Laser. Achso, der hat so eine Art Überhitzung. Von wo? Von da? Und von da auch. Und noch weitere Leute, die ich nicht sehen kann. Theoretisch bräuchte ich sie auch nur streifen, das reicht ja schon. Das beunruhigt mich. Ein Scharfschütz ist noch übrig. Und ich sehe ihn nicht. War der das? Oh Mann, oh Mann. Dass ich die nicht durchschneiden kann hier mit dem Laser. Ja, dann werde ich den mal fotografieren. Und mal gucken, welche Ziele wir noch haben. C5-Tür mit dem auf dem Steg angebrachten Laser zerstören. Okay. Aber die Frage ist, wie? Ach, aufheizen. Okay. Das war easy. Na, kommen noch Leute durch? Oder war es das schon? Ich habe keine Lust, jetzt gleich wieder in die Arme von Gegnern zu rennen. Ich kann einfach mal weiter. Ich kann es mir jetzt nicht mehr leisten, da zurückzurennen. Mission erfüllt. Ich wusste, dass das passiert. Ah, manchmal kann man das ja noch umgehen. Indem man einfach weiter rennt. Kiko, wo haben Sie gesteckt? Ich habe versucht, mit Ihnen Schritt zu halten. Hättest du das mal geschafft, dann hättest du mir helfen können. Kommen Sie! Sie müssen müde sein, James.
Wie wär's mit einem Nickerchen? Oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es kommt wieder irgendeine Gaylord-Szene. Wo er da anfängt, wieder rumzumachen. Aber das war überraschend. Das war sehr überraschend. 357.000 von 500.000. Die hätten uns noch gefehlt bis zur Goldmedaille. Und dann natürlich noch die anderen 500.000 für die Platin-Medaille. Aber davon sind wir weit entfernt. Und deswegen geben wir uns jetzt hier mit Silber zufrieden, holen unsere Belohnung ab. Diesmal lautet die Belohnungskarte Rook und das MP-Modell Weilin. Ja. Also wäre es auch mit der Mission. Und jetzt geht's weiter mit Phönixfeuer.